Die Entscheidung ist gefallen. München bleibt Austragungsort bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer. Das hat die UEFA am Mittag beschlossen. Zuvor hatte das Land Bayern erklärt, dass es abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie realistisch sei, dass mindestens 14.500 Zuschauer in die Allianz Arena dürften. Das gilt für die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft und auch für ein Viertelfinale. München surft also weiter auf der Europameisterschaftswelle, bleibt Austragungsort der Euro im Sommer. 14.500 Zuschauer hat man dem Europäischen Fußballverband UEFA in Bayern zugesichert. Was ist geschehen? Der Europäische Dachverband UEFA forderte bereits seit längerem, dass die EM mit einigen Zuschauern stattfinden soll. Der Grund, die UEFA plante mit 2 Milliarden Euro Einnahmen für die EM. Der Ticketverkauf macht dabei einen Teil der Kalkulation aus. Das Problem? Die geforderten Zuschauergarantien des Verbandes konnte und wollte die bayerische Landesregierung bis zuletzt nicht abgeben. Nun ist es offenbar zu einem Kompromiss gekommen, sodass die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft hier stattfinden können. Wichtig für München aufgrund der Anstrengungen der Vergangenheit. Etwa 2 Jahre auch kostenintensiver Vorbereitungen wären nahezu wertlos gewesen, hätte München seinen Status als Spielort verloren. Die Entscheidung ist auch mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 wichtig, die Deutschland alleine ausrichten wird. Es gibt aber auch Kritik, mitten in der Pandemie eine Sportveranstaltung auszuführen. Dem Standort Bilbao beispielsweise kommt die EM mit Fans zu früh. Die UEFA entzog den Basken den Standort, weil die baskische Regionalregierung für Sportveranstaltungen eine Impfquote von mindestens 60% fordert. Es ist davon auszugehen, dass diese Spiele in Städte vergeben werden, wo die Corona-Regeln nicht so streng ausgelegt werden. Auch Dublin verliert wohl seinen EM-Spielstandort. Als Ersatz wird die UEFA wohl Spiele nach England geben, weil man dort deutlich weiter ist, was die Covid-19-Schutzimpfung angeht. Alternativen sind Budapest und St. Petersburg. Fakt, die UEFA macht ernst, was zumindest eine Teilauslastung der EM-Stadien angeht. Es wird ein Kampf gegen die Zeit.